Hallo ihr Lieben, ich bin Ida. Schön, dass ihr da seid. Wow, wisst ihr, was ich gerade gelesen habe? Wir Deutschen essen pro Jahr 11,6 Kilo Schokolade pro Kopf. Wir sind Europameister. Fett. Ja, wir essen jährlich 116 Tafeln Schokolade. Wow. Wollt ihr wissen, was die Deutschen sonst so am liebsten essen? Das erzähle ich euch jetzt. In Deutschland essen wir sehr gerne Schokolade und Süßigkeiten. Es gibt auf Deutsch auch extra ein Verb dafür. Naschen. Das bedeutet Süßigkeiten essen. Und es toll finden, auch wenn es ein bisschen ungesund ist. Ich nasche gern, aber ich knabbere noch lieber. Knabbern ist wie naschen, aber man isst Sachen, die knuspern. Naschen finde ich toll, Knabberzeug essen auch, aber am liebsten esse ich Kuchen. Ah, apropos Kuchen, Matthias, wir sind am Sonntag bei Melli eingeladen zum Kaffee und Kuchen im Garten. Echt? Ja. Hoffentlich backt Melli ihre Käsesahnetorte. Kaffee und Kuchen, das ist eine echte Tradition in Deutschland. Ein Stück Kultur. Familie oder Freunde treffen sich zu einem gemütlichen Nachmittag am Kaffeetisch. Man isst dann gemeinsam Kuchen und trinkt Kaffee oder Tee dazu. Wir reden ständig vom Essen. Ich bekomme langsam Hunger. Aber ich habe Appetit auf etwas Herzhaftes, nichts Süßes. Herzhaft ist das Gegenteil von süß. Das heißt, etwas schmeckt salzig und würzig. Eine Bratwurst ist zum Beispiel herzhaft, sehr herzhaft. Wir könnten später eine Currywurst vom Imbiss holen. Mit Pommes. Die Currywurst ist eine Bratwurst mit Ketchup und Currypulver obendrauf. Sie ist in kleine Stücke geschnitten. Das ist eine mega beliebte Spezialität. 800 Millionen Currywürste werden pro Jahr in Deutschland serviert. Die könnt ihr wirklich an jeder Straßenecke finden. Aber auf Currywurst habe ich nicht so einen Hunger heute. Wir könnten heute auch einfach was kochen. Die Bio-Kiste ist ja gekommen. Wir bekommen die Kiste einmal pro Woche direkt von einem Bauern hier aus der Region. In der Kiste ist lauter frisches Obst und Gemüse drin. Das ist ein Wirsing. Ein paar Karotten. Und kennt ihr das? Das ist Rhabarber. Daraus kann man leckeren Kuchen machen. Wir machen heute eine Gemüsepfanne. Das ist eine super Idee. Wir essen heute Veggie, also vegetarisch. Immer mehr Menschen versuchen weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen. Wegen ihrer Gesundheit oder dem Umweltschutz. In Deutschland leben fast 8 Millionen Menschen vegetarisch und circa 1 Million vegan. Bevor ich gleich zum Kochen in die Küche gehe, serviere ich euch noch eine kleine Ausspracheübung, sozusagen als Aperitif. Könnt ihr den Unterschied zwischen Kochen, Küche und Kuchen machen? Versucht einfach, diesen Satz ein paar Mal hintereinander zu wiederholen. In der Küche koche ich Kaffee und backe Kuchen. In der Küche koche ich Kaffee und backe Kuchen. In der Küche koche ich Kaffee und backe Kuchen. In der Küche koche ich Kaffee und backe Kuchen. Na, habt ihr jetzt auch Hunger bekommen? Auf etwas Herzhaftes oder auf etwas Süßes? Oder einfach Appetit auf noch mehr Deutsch? Dann abonniert einfach meinen Kanal und verpasst keine neue Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, eure Ida. Und nicht vergessen, die Abo-Glocke, die benachrichtigt euch, wenn ein neues Video online ist.